Die Enterprise ist unterwegs im entfernten Delta-Quadranten, um Übergriffen klingonischer Schiffe in die neutrale Zone nachzugehen und diese notfalls auch mit kriegerischen Mitteln zu unterbinden. Beim Gefecht mit einem Klingonenschiff der Raubvogelklasse wurde unsere Energieversorgung so schwer beschädigt, dass wir im Augenblick den Warp-Antrieb nicht einsetzen können. Lagebericht, Mr. Spock. Das feindliche Raumschiff wurde völlig zerstört, Sir. Wir haben totalen Stromausfall auf Deck B und C. Überall sonst laufen die Notstromaggregate. Auf Deck D ist außerdem die Außenhülle beschädigt. Der Schaden hält sich jedoch in Grenzen. Können wir einen erneuten Angriff der Klingonen überstehen? Schwer zu sagen. Wir haben zwar genug Energie für die Schutzschirme, würden dadurch aber an Feuerkraft verlieren. Außerdem können wir nur mit Impulskraft manövrieren. Dies allerdings auch nur ohne die Schirme. Na, entzückend. Das heißt also, wir sitzen hier wie nackt auf dem Präsentierteller und kommen nicht weg. Schöne Sauerei. Mr. Scott, wie sieht's bei euch unten im Maschinenraum aus? Ja, ziemlich bescheiden, Captain. Den Warp-Antrieb hat's ganz schön erwischt. Wir müssen die zerstörten Teile ersetzen, die Relais reparieren und einen Plasmaabgleich durchführen. Der Transmitter und die Phase... Scotty, wie lange? Mindestens 2 Tage, Captain. Lieutenant Uhura, empfangen Sie noch weitere Signale der Klingonen in diesem Sektor? Ich empfange keine weiteren Signale in diesem Quadranten, Sir. Allerdings könnten die Klingonen auch ohne Funk fliegen. Wären wir in diesem Fall in der Lage, ein getarntes Schiff der Raubvogelklasse auszumachen? Nun, da wir selbst nicht mit Warp-Antrieb fliegen, wäre es möglich, Plasmaverschiebungen im Sektor, die auf ein getarntes Raubvogelschiff schließen lassen, mit Hilfe eines Umfeldscreenings zu erfassen. Und wie lange wäre da die maximale Vorwarnzeit? Etwa 2,5 bis 3 Stunden, Sir. Mr. Spock, haben Sie das etwa geschätzt? Schätzen, Captain, ist mir fremd, da es in den Bereich der Mutmaßungen gehört. Meine Zeitangabe beruht auf Berechnungen aus statistischen Mittelwerten und Grenzwertannäherungen. Schon gut. Scotty, ich gebe euch 2 Stunden Zeit, da muss der Warp-Antrieb wieder flott sein. Wir tun, was wir können, Captain. Captain, ich empfange einen Notruf aus dem Hauptquartier der Sternenflotte. Ja, auf den Schirm. Hier spricht der Präsident. In aller Raumschiffe außerhalb der Quadranten Alpha. Die Erde wurde völlig überraschend von einer übermächtigen Klingonenflotte angegriffen. Die hier verbliebenen Schiffe der Sternenflotte sind zerstört. Mit einer neuartigen Ionisationssonde sind die Klingonen im Begriff, die Erdatmosphäre zu zerstören und die Erde unbewohnbar zu machen. Gegenwehr ist nicht mehr möglich. Deshalb bleibt mir nur noch dieser letzte Befehl. Meiden Sie den Planeten Erde. Ich wiederhole, meiden Sie den Planeten Erde. Begeben Sie sich unverzüglich zu Ihren nachrangigen Flottenstützpunkten, damit geeignete Gegenmaßnahmen von anderen Planeten aus geplant und durchgeführt werden können. Die Erde ist verloren. Ich wünsche Ihnen Glück. Lieutenant. Entschuldigung. Mein Gott. Das war eine Falle. Diese ganzen Übergriffe auf die neutrale Zone waren einfach nur dazu da, uns in die entferntesten Sektoren des Universums zu locken. Faszinierend. Heißt das etwa, dass wir die Erde nie wiedersehen werden? Jedenfalls nicht so, wie wir sie kennen. Beten Sie für Ihre Leute, Lieutenant. Klingonen machen keine Gefangenen. Wie konnte das bloß geschehen? Wir müssten an diese Sonde herankommen. Wenn sie durch Ionisation die Erdatmosphäre zerstören kann, dann müsste man sie doch so umpolen können, dass sie ihr Zerstörungswerk wieder rückgängig macht. Das wäre eine Möglichkeit. Aber, Captain, darf ich Sie daran erinnern, dass wir, selbst wenn wir den Warp-Antrieb ja rechtzeitig zur Verfügung hätten, um damit zur Erde zu gelangen, keine Energiereserven mehr für die Phaser, geschweige denn die Schutzschirme zur Verfügung hätten?
Die Enterprise würde zerstört werden, lange bevor ein Kontakt zur Sonde hergestellt werden könnte. Jim! Jim, ist es wahr? Die Erde wird zerstört? Ja, aber was machen wir denn hier noch? Sie sitzen hier rum und machen nichts. Den Berechnungen von Mr. Spock zufolge können wir nichts machen, Pille. Wir sind machtlos. Außerdem haben wir Befehle von der höchsten Kommandoebene, die Erde zu meiden und uns den verbliebenen Flottenverbänden anzuschließen. Du willst dich doch jetzt wohl nicht hinter Befehlen, Regeln und Normen verkriechen. Du doch nicht, Jim. Es geht um unseren Planeten, unsere Heimat. Ich weiß, Pille. Aber im Moment habe ich auch keine Idee, wie es weitergehen kann. Herr Captain, unser nächster Stützpunkt liegt auf Alpha Centauri. Soll ich Kontakt zu ihm aufnehmen, damit wir uns einer konzertierten Aktion gegen die Klingonen anschließen können? Ja, aber was reden Sie denn da? Sie tun ja gerade so, als gäbe es die Erde schon gar nicht mehr. Und was ist mit den Menschen da unten? Wir müssen ihnen helfen! Doktor, der Captain hat Lieutenant Uhura bereits empfohlen, für ihre Angehörigen zu beten, da wir... Ach, was versteht ein grünblütiger Vulkanier schon vom Beten? Nun, in der Regel verstehen wir darunter eine telepathische oder verbale Kommunikation mit einem transzendenten höheren Wesen, dem Veränderungen kosmologischen Ausmaßes zugetraut werden. Auch wir auf Vulkan haben eine Religion, Doktor. Wenngleich sie der menschlichen gegenüber auch weitaus logischer ist. Wie dem auch sei, ich muss Lieutenant Uhura recht geben. Eine Mission zur Erde würde unter den gegebenen Umständen sicherlich scheitern. Die Logik gebietet daher... Ach, die Logik, mein Gott, der Mann redet hier von Logik. Wir reden vom Untergang allen menschlichen Lebens auf der Erde. Aber davon machen Sie sich wohl keine Vorstellung, Sie grünblütiges, spitzohriges... Genug jetzt, Pille. Also wirklich, Dr. McCoy, Sie müssen lernen, Ihre Emotionen zu beherrschen. Sonst wird das noch Ihr Untergang sein. Ein gelungenes Wortspiel. Angesichts des bevorstehenden Weltuntergangs machen Sie jetzt auch noch Witze. Keinesfalls. Ein Witz ist eine Geschichte mit einem humoristischen Höhepunkt. Die Logik gebietet doch, dass die Bedürfnisse der vielen über den Bedürfnissen der wenigen stehen. Das haben Sie selbst mal gesagt. Na also, wie steht's denn jetzt damit? Diese Feststellung ist eindeutig richtig, Dr. McCoy. Allerdings muss ihr die Überlegung vorangestellt werden, wer im konkreten Fall die wenigen und wer die vielen sind. Die Erdenbevölkerung oder die Gesamtheit der Lebensformen der Föderation der Vereinten Planeten. So zynisch. Man sollte einfach nicht mit ihnen diskutieren. Jim, ich bitte dich. Wirst du jemals wieder in den Spiegel schauen können, ohne die Gewissheit zu haben, dass du alles, aber wirklich alles getan hast, was hier möglich war? Ja, um die Erde, die menschliche Kultur zu retten. Pille, du hast ja recht. Aber was für Möglichkeiten bleiben uns denn? Vielleicht müssen wir einfach lernen zu akzeptieren, dass es jetzt unsere Aufgabe ist, die menschliche Kultur ohne den Planeten Erde zu retten. Auch wenn uns das ziemlich schwer fällt. Es gibt noch genügend andere Raumschiffe, auf denen Menschen sind, die irgendwo anders angesiedelt werden können. Theoretisch wäre das eine denkbare Alternative. Ja, aber eine, mit der ich mich schwer abfinden kann. Captain, im Rahmen der kosmischen Geschichte war es immer einfacher zu zerstören als zu erschaffen. Assimilationsprozesse dieser Art finden sich von daher in den Kulturgeschichten sämtlicher Völker und Planeten. Ich will mich aber nicht assimilieren lassen. Sie grober Klotz mit einem kalten Herzen aus einem Stück Vulkangestein. Haben Sie denn immer noch nicht verstanden, worum es hier überhaupt geht? Ich hatte nicht die Absicht, die moralischen Auswirkungen zu bewerten, Doktor. Ich spreche lediglich von logischer Analyse unserer Möglichkeiten. Und, Mr. Spock, gibt es noch eine Möglichkeit, die Erde zu retten?
Nun, Captain, ein Gesetz der Logik besagt, es gibt immer eine Möglichkeit. Nun gut, dann lassen Sie uns diese Möglichkeit finden. Scotty, was macht der Warp-Antrieb? Ist so gut wie einsatzfähig, Captain. Wir hatten allerdings noch keine Zeit für einen Probedurchlauf. Das ist geschenkt. Wir starten sofort. Meine Damen, meine Herren, wir werden jetzt unter meinem Befehl zur Erde fahren und versuchen, diese zu retten. Wir verstoßen damit gegen die Befehle des Oberkommandos der Sternenflotte. Wer irgendwelche Einwände dagegen erheben möchte, der erhebe jetzt seine Hand. Ich werde es später im Logbuch vermerken. Ja. Wenn ich mir die Frage erlauben darf, Sir, haben Sie schon einen Plan? Nein, noch nicht. Nicht wieder. Oder um es mit den Worten von Mr. Spock zu sagen, ich erwäge die Chance einer Möglichkeit. Mr. Scott, Energie. Ich möchte heute Abend mit einer Frage beginnen. Haben Sie schon mal was von dem Jerusalem-Syndrom gehört? Ich kann jetzt leider nicht sehen, wie zahlreich Sie sich melden. Ich schätze, dass es eher wenig Leute sind, die davon gehört haben. Bis vor gut 2-3 Wochen habe ich, glaube ich, auch noch nie etwas davon gehört. Aber es handelt sich dabei um ein ganz interessantes Phänomen, wie es wahrscheinlich bloß in einer Stadt wie Jerusalem auftreten kann, die für 3 große Weltreligionen von großer Bedeutung ist. Nämlich, dass dort eine ganze Menge Leute über die Straße laufen, die von sich glauben, dass sie eine ganz besondere göttliche Funktion haben. Gut, die gibt es hier vielleicht auch. Aber ich denke, in Jerusalem treten die natürlich noch mal gehäuft auf. Aber jetzt kommt da noch ein Satz drauf. Die Jerusalemer Polizei hat mittlerweile eine Kommission extra für diese Sache eingerichtet, genauso wie die Jerusalemer Psychiater und Psychiaterinnen besonders viel zu tun haben im Moment. Sie können sich wahrscheinlich denken, warum das so ist. Warum im Moment da ganz viel Aufmerksamkeit verwandt wird auf diese Leute. Klar, weil das Jahr 2000 ansteht. Und eine ganze Menge Leute nach Jerusalem kommen, weil sie glauben, dass Gott sie dorthin geschickt hat, um entweder etwas ganz Besonderes dort zu erleben, nämlich dass etwa Gott oder Jesus wieder zurückkommt auf diese Welt und diese Welt zerstört, oder dass sie vielleicht sogar selber der Messias sind und dort am Neujahrstag 2000 auftreten können und sagen können, wie sie die Welt retten können. Das Jahr 2000 reizt eine ganze Menge Menschen zu sehr viel Fantasie, auch zu sehr viel religiöser Fantasie und Fanatismus. Wir haben ja am Anfang den Ausschnitt aus dem Kinofilm Titanic gesehen. Ich glaube, nicht umsonst hat dieser Film so viel Erfolg gehabt, weil er ja ein Symbol ist für einen möglichen Untergang. Wie das wohl ist, wenn die Welt untergeht, wie Menschen sich verhalten angesichts eines Untergangs. Wir haben es gerade in dem Stück ebenso noch einmal gesehen, die Frage, was passiert eigentlich, wenn die Welt untergeht? Und nun die brennende Frage, die manche Menschen ja umwirft, die manche Menschen beschäftigt, eben gerade besonders in Jerusalem, aber vielleicht auch bei Ihnen oder zumindest in Ihrem Bekanntenkreis. Wie ist das eigentlich, wenn das Jahr 2000 anbricht? Geht dann die Welt unter? Geht dann die Welt unter? Gibt es dann eine Riesenkatastrophe? Oder umgekehrt? Kommt dann das Paradies auf Erden, wenn das Jahr 2000 anbricht? Ich persönlich muss gestehen, dass ich diesen Jahrtausendwechsel eher ziemlich nüchtern betrachte. Also, ich glaube, ich werde ihn nicht viel anders feiern als andere Jahrtausendwechsel. Sie lachen, ja, aber es ist leider so. Ich finde es jetzt nicht weiter schlimm, es berührt mich relativ wenig. Ob es nur 2000 ist oder ob es 1998 ist. Erstmal ist das für mich ein Jahreswechsel, wie er eben immer wieder kommt. Ja, vom Dezember auf Januar. Ich habe nur manchmal,
manchmal schon ein komisches Gefühl. Es geht Ihnen vielleicht ganz ähnlich. Sie machen ja auch sicher schon mal Termine fürs nächste Jahr aus. Und dann guckt man so in den Kalender und das springt einem doch so ein bisschen ins Auge, wenn dann plötzlich da am Anfang nicht eine 2-0 steht und nicht wie gewohnt eine 1-9. Und damit verbunden so die Frage, ach, wie kürzt du eigentlich so ein Datum vom nächsten Jahr ab? Nehmen wir mal so eins raus. Sagst du dann einfach 15.06.00? 15.06.00 oder muss man korrekterweise schreiben 15.06.2000, damit auch jeder weiß, es ist nicht das Jahr 1900, von dem hier die Rede ist. Aber eins, da würde ich mit Ihnen jede Wette drauf abschließen. Eins ist mir sicher, nächstes Jahr wird es genauso wenig oder genauso wahrscheinlich den Weltuntergang geben, wie in jedem anderen Jahr zuvor oder auch in jedem anderen, was dem Jahr 2000 noch folgen wird. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das so ist. Und ich möchte Ihnen gerne heute Abend ein paar Gründe dafür nennen, warum wir da ganz und garantiert sicher sein können, zumindest aus der Seite des Glaubens, von der Seite des Christentums, von der Seite unserer Überzeugung her, dass es dort nicht zum Weltuntergang kommt. Warum feiern wir eigentlich das Jahr 2000? Ich will es mal ganz nüchtern sagen, ganz profan. Wir feiern doch das Jahr 2000 doch nur deshalb, weil wir in diesem Teil der Erde leben, in Europa. Oder manche feiern das Jahr 2000 auch, weil sie in Amerika leben. Aber entscheidend ist, dass sie in einem Teil der Welt leben, der ganz streng und ganz stark von der christlichen Kultur geprägt worden ist. Selbst Leute, die gar nichts mit dem Glauben zu tun haben, die überhaupt kein Interesse daran haben, nehmen es selbstverständlich hin, dass wir unsere Jahre zählen nach Christus. Wir feiern das Jahr 2000 nach Christus. Überhaupt deswegen ist es ein Anlass, ist es überhaupt dazu gekommen, dass wir das Jahr 2000 haben, weil irgendwann Menschen gesagt haben, wir fangen an, unsere Jahre nach Christus zu zählen. Das ist Ihnen vielleicht ganz selbstverständlich. War es mir auch bis vor kurzem, bis ich noch einmal darüber nachgedacht habe, dass das anderswo eben anders ist. Stellen Sie sich einfach mal vor, Sie würden in der Islamischen Republik Iran leben. Dann ging Ihnen dieser Jahrtausendwechsel ganz schön vorbei. Dann würde Sie das überhaupt nicht interessieren, was wir hier an dieser Stelle unserer Welt feiern. Davon abgesehen, dass Sie auch einen anderen Jahreswechsel haben, ziehen die von unseren 2000 Jahren, jetzt rechnen Sie mit, 622 Jahre ab. Und wenn Sie gut im Kopf rechnen sind, dann wissen Sie, dass das keine runde Zahl ist. Ja? Einige haben es schon raus, glaube ich. Es ist keine runde Zahl, kein Grund zum Feiern. Und wenn die nicht irgendwie in Verbindung treten mit der westlichen Welt und Rechnungen schreiben müssen, dann interessiert die dieses Datum nicht die Bohne. Und stellen Sie sich vor, Sie würden dort leben, es wäre bedeutungslos für Sie. Oder ein anderes Beispiel zeigt, wie relativ das ist. Sie kennen vielleicht aus dem Fernsehen orthodoxe Juden. Die leben hauptsächlich halt in Israel und auch in New York gibt es sehr viele. Das sind die mit diesen Schillerlocken und den schwarzen Gewändern. Die zählen schon wieder ganz anders. Die zählen nämlich die Jahre nach dem vermeintlichen Weltbeginn, nach der Schöpfung dieser Welt. Und die rechnen einfach die Jahre aus dem Alten Testament zusammen und kommen deshalb auf die Jahreszahl 5760. Und Sie geben mir recht, auch das ist keine runde Zahl. Nun habe ich noch einen Grund, warum ich glaube, dass das Jahr 2000 gar keine so große Bedeutung hat. Denn selbst wenn Sie felsenfest davon überzeugt wären, dass 2000 Jahre nach Christus die Welt unterginge, dann wundern Sie sich, dass Sie noch am Leben sind. Denn nach allem, was die Forscher herausgefunden haben, ist Jesus bereits 4 bis 6 Jahre vor der Zeitenrechnung geboren worden. Das heißt, die Welt hätte also schon vor 4 bis 6 Jahren untergehen müssen.
Oder, um es noch etwas deutlicher zu sagen, wir leben eigentlich, wenn wir es genau nehmen, im Jahre mindestens 2004 nach Christus und nicht im Jahr 2000. Und noch einen letzten Grund möchte ich anfügen. Es ist ja auch keineswegs so, dass diese Zeitenrechnung von oben heruntergefallen wäre zu uns, dass da irgendwann ein göttliches Uhrwerk angefangen hätte, unsere Jahre zu zählen. Und die Menschheit ist 525 Jahre gut damit ausgekommen, ohne diese Zeitrechnung nach Christus zu leben. Bis sich eines Tages, ich glaube in der heutigen Türkei, ein Mönch mit dem Namen Dionysius Exiguus Gedanken gemacht hat, wie man denn wohl am besten die Jahre zählen könnte. Ja, und weil er ein Mönch war und ein Christ war, hat er gesagt, wir zählen sie doch am besten nach der Geburt Christi. Das ist doch der entscheidende Anlass in unserer Weltgeschichte. Und so zählt man erst seit 525 die Jahre nach Christus. Ich hoffe, ich habe denen den Zahn gezogen, die meinen, 2000, da passiert's, da knallt's. Ich kann nur sagen, kein Grund zur Panik. Kein Grund zur Panik. Auch kein Grund zur Freude. 2000 Jahre, kein Grund zur Freude. Ich glaube, kein Grund zur Freude deshalb nicht, weil es jetzt 2000 Jahre sind, sondern ein Grund zur Freude, weil eine ganz andere Sache ganz wichtig ist für mich und für uns alle und für Sie. Und dazu möchte ich Ihnen gerne einen Bibeltext nennen, ein Wort aus der Bibel, das ich in diesem Zusammenhang ganz enorm wichtig finde. Ein kurzes Statement bloß, ein kurzer Satz. Jesus Christus, gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Jesus Christus, gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Von dem Jesus Christus gestern haben wir ja eigentlich schon gesprochen. Von dem, dass wir unsere Jahre nach seiner Geburt zählen. Das amerikanische Nachrichtenmagazin Time Magazine, das ist ungefähr so wie unser Spiegel, also das Nachrichtenmagazin der Spiegel, macht eine Umfrage zum Ende des Jahrhunderts. Und wenn Sie einen Computer haben und über einen Internetzugang verfügen, können Sie sich an dieser Umfrage sogar beteiligen. Diesen Tipp gebe ich Ihnen heute Abend mal. Da geht es darum, welche Person hat eigentlich dieses Jahrhundert am meisten geprägt? Jetzt überlegen Sie mal, wen würden Sie da nennen? Also werden 100 Leute vorgeschlagen und Sie können dann bei einem anklicken und dem dann die Stimme geben. Und wenn Sie meinen, die waren es nicht, sondern meine Mami war es, dann können Sie auch Ihre Mami eingeben. Aber ich fürchte, die wird es nicht werden. Wir könnten diese Frage ja nochmal erweitern. Nicht nur, wer war der Mensch, der unser Jahrhundert am meisten geprägt hat. Wir könnten ja noch einmal fragen, wer war denn der Mensch, der unser Jahrtausend am meisten geprägt hat. Oder 2000 Jahre. Wer war denn eigentlich der Mensch, der die letzten 2000 Jahre am meisten geprägt hat? Und ich meine, bei allen Meinungsverschiedenheiten, die Menschen haben können über das, wer die Zeit am meisten geprägt hat, glaube ich, dass das wohl doch so ist, dass diese Person, Jesus Christus, zumindest in unseren Breitengraden, unsere Welt am meisten geprägt hat. Dass er diese Person ist, der, wenn diese Umfrage nach der Person fragen würde, die 2000 Jahre am meisten geprägt hat, dass er die Person ist, die die meisten Stimmen erhalten müsste. Aber das finde ich gerade das Tolle. Das bewegt mich an diesem Bibelwort. Das sagt ja aus, dass Jesus nicht nur eine Gestalt der Vergangenheit ist. Viele Menschen werden, das ist den Leuten von Time Magazine gar nicht so recht, zum Beispiel Adolf Hitler anklicken. Natürlich hat er unser Jahrhundert geprägt, aber er ist tot. Andere werden Mutter Teresa ankreuzen. Aber auch sie ist mit allem, was sie getan hat, gestorben. Sie sicher, sie haben unsere Zeit geprägt, aber sie sind tot. Nun heißt es hier aber von Jesus, dass er lebt. Jesus Christus gestern. Und Sie spüren, heute. Und Sie spüren den Unterschied einfach darin, dass Sie wohl keinen anderen Namen finden würden, den Sie in diesen Bibelvers einsetzen könnten. Zumindest nicht guten Gewissens.
Welcher bekennende Kommunist wollte denn schon sagen, Karl Marx gestern, heute und derselbe in Ewigkeit? Wer wollte schon sagen, Mutter Teresa gestern, heute und dieselbe in Ewigkeit? Oder Albert Einstein gestern, heute, derselbe in Ewigkeit? Es gibt eine kleine Geschichte von jemandem, der ein Graffiti geschrieben hat oder gesprayt hat, wie man das so schön sagt. Graffiti, das sind diese Schriftzüge, die Sie überall finden, an den Wänden, Häuserfassaden oder an den Nahverkehrszügen. Und da hat er hingeschrieben, Jesus ist tot. Und drunter einen bekannten Namen eines Philosophen, Friedrich Nietzsche. Am nächsten Morgen geht dieser Mensch wieder zu der Mauer hin, wo er eben das gesprayt hat. Und dann sieht er das plötzlich, dass in der Nacht jemand anders wohl da gewesen sein muss, der ebenso waghalsig und mutig wie er seine Sprühflasche genommen hat, das durchgesprayt hat und nebenan geschrieben hat, Friedrich Nietzsche ist tot, Jesus. Ich glaube, diese Geschichte vermittelt ganz elementar, worum es in diesem Bibelwort geht. Es könnte Jesus zu allen menschlichen Personen, zu Ihnen, zu mir, aber auch zu allen anderen, die noch kommen werden und die die Welt prägen, das könnte er so schreiben, aber umgekehrt hätte das so seine Grenzen. Und wissen Sie was? Mir ist das nochmal so deutlich und bewusst geworden. Mir hat das gut getan, das nochmal zu hören, Jesus Christus gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Weil ich plötzlich nochmal gespürt habe, das ist doch der eigentliche Anlass zur Freude. Ich kann mit diesem Jesus Kontakt aufnehmen. Ich kann mit diesem Jesus reden. Er kommt zu mir und er ist da, er ist lebendig. Oder lassen Sie es mich einmal so umschreiben. In Jesus begegnet mir heute und jetzt die größte Liebe des Universums. Da ist jemand, der diese Welt unendlich leidenschaftlich liebt. Jeden Einzelnen von uns und auch mich. Der, und das hat er gesagt, unsere tiefsten, innersten Sehnsüchte stillen möchte. Und es ist mir nochmal deutlich geworden, dass das ja eigentlich gar nichts nur so für den Verstand wäre, sodass Menschen da anfangen, darüber nachzudenken und denken, oh ja, das könnte ja auch was für mich sein. Sondern da, wo Menschen das begreifen, das auch spüren, merken, das spricht ihre ganzen innersten Nöte und auch ihre Fragen, auch ihre tiefste Sehnen und Wünschen an. Ich kenne Momente, tiefe Momente, wo ich etwas von dem spüre, dass Jesus Antwort auf meine Fragen ist. Und dann, und das kann ich mit keinem anderen, nicht mit Karl Marx und nicht mit Mutter Teresa, aber mit Jesus, kann ich mich ihm, verzeihen Sie mir diesen sehr naiven Ausdruck, kann ich mich ihm in die Arme werfen, kann ich mich ihm anvertrauen, in diese größte Liebe des Universums anvertrauen. Und ich wünsche mir, dass auch Sie das spüren und erfahren, dass Sie sich diesem Jesus anvertrauen können. Und dann sage ich nochmal, wenn das kein Grund zur Freude ist.